Hallo Minecraft-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Minecraft-Let's Play. Das letzte Mal haben wir hier mit dem Fantasy Texture Pack einiges geschafft, nämlich so gut wie gar nichts. Wir haben unser Badebilde schöner gemacht, nach wie vor ist das Ding pottenhässlich. Ich nehme hier am Donnerstag, den 2. Januar, einfach mal zwei Folgen auf. Deswegen auch dasselbe Texture Pack, weil ich muss auch erstmal sehen, wie eure Reaktionen darauf sind. Heute hatte ich ja gesagt, beim nächsten Mal machen wir mit der Wall of Fame weiter. Ja, Jahresanfang erstmal gucken, wie sich die Leute benehmen, ob der Trend so weiter sich fortsetzt, ne? Ob ihr alle so nett bleibt und wenn nicht, ja, dann gehe ich mit der Axt hier mal durch. Nee, Quatsch, ihr seid ja alle nett, das weiß ich ja. Aber wir setzen uns heute mal hin und gehen mal ein bisschen unter Tage. Also ist noch alles nicht so, wie ich mir das fürchte hier, ihr seht es ja selber. Das ist nach wie vor hier die Wüste Gobi, meine Wanne. Kann mir reinlegen und bitte im Staub suhlen oder so. Das Waschbecken hingegen finde ich eigentlich ganz nett. Das hat was. Sieht ja fast aus wie ein Waschbecken. Aber hier, naja, da warte ich einfach mal eure Tipps und Tricks ab. Ich denke mal schon, dass der ein oder andere da sofort die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ach du liebes Heimatland. So geht das Ganze natürlich überhaupt nicht. So, ich hatte euch ja gefragt, wie machen wir das Ganze? Wollen wir uns irgendeine Höhle suchen oder runtergehen? Dabei ist mir eingefallen in meiner kleinen Pause, dass wieder direkt hinter der Butze, hier geht es ja sowieso runter. Was ist denn da? Was ist denn da? Nehmen wir mit. Kenne ich nichts. Mal wieder zu. Ne, wir haben ja sowieso so einen kleinen Gang, der runtergeht. Den könnten wir da eigentlich weiterbauen hier. Das ist ja unsere Mine, unsere hier. Ja. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt geht's hier los hier. Unsere Steinmine. Oh, es klingelt. Es klingelt EP. So, alles muss ich aber jetzt nicht mitnehmen, gerade Kohle, da wissen wir ja, da kriegen wir en masse eigentlich. Nö, ich würde mal sagen, liebe Leute, wir buddeln uns hier einfach mal systematisch nach unten. Vielleicht in diese Richtung. Vielleicht so zwei breit. Und dann nach unten, bis wir auf Bedrock stoßen. Also, ich mache jetzt im Prinzip genau das, was ihr mir immer mal geraten habt. Nämlich, so Profi-Meinen, also hier so richtig schön einfach nur nach unten buddeln. Fackeln haben wir Gott sei Dank mehr als genug mit. Da müssen wir keine Angst haben, dass uns hier irgendwie, dass es dunkel wird. Ziel ist es, einen Diamanten zu finden. Das ist mein Ziel. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Probieren tun wir es auf jeden Fall. Hier ein bisschen ausbauen, dass wir uns den Kopf nicht stoßen. Ein bisschen aufpassen. Jetzt wird schneller dunkel, als wie mir. Jetzt habe ich schon eine Stufe zu viel abgebaut, schau da. Schau es dir an hier. Nicht mal das kriege ich gebacken. Warte mal. Müssen wir. Ich reiße es weg. Am Ende bauen wir es wieder auf. Ist schon lustig. Ach, Menno. Das ist Dekadenz, oder? Wenn man schon mit Eisenblöcken anfängt, Treppen wieder hochzuziehen. Da weiß man, irgendwas stimmt hier nicht. So, mit dem Klang von Battlefield im Ohr. Buddelt sich's gleich doppelt so schnell. Einfach vorstellen, unten auf dem Grund wartet der nächste Patch auf uns. Nee, das ist schon arg böse, oder? Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass hier Battlefield 4 in China verboten ist? Weil es, staatsfeindlich ist? Ich meine, klar, die Chinesen haben sowieso eins an der Waffel, was irgendwie Zensur und sowas angeht. Aber das finde ich schon arg ein bisschen übertrieben. Machen wir hier da was hin? Aber irgendwie Angst, dass wir hier gleich eins ins Genick kriegen. Aber ja, leg dich halt nicht mit den Chinesen an, ne? Das mögen sie nicht so. So, hier sind wir auf jeden Fall schon mal auf einer guten Quelle. Eisen können wir auch gebrauchen, ohne Ende. So, sehr schön. Also es geht schon mal los hier. Das ist gar nicht mal so Höhle. Das ist gar nicht mal so Höhle. Okay, hallo? Jemand zu Hause? Erstmal so die berühmte Vorhängetaktik hier. Vorsichtig gucken gehen, oder? Hallo? Da läuft doch was! Kulu kulu. Nein. Was bist denn du? Dreck? Okay, wir gehen mal vorsichtig hier runter. Ich soll vielleicht mal ein bisschen Licht machen. Alter Schwede, wo sind wir denn hier hingeraten? Was kam her? Du klappst da Spaten, du, da geht mir platte Beleidigung aus. Leute, was wir hier entdeckt haben. Okay, Kulu Kulu.
En garde, sage ich dazu nur. Jawohl. Bitte mit Enderauge. Oder auch nicht. Hier haben wir Lava. Wir wissen, wo Lava ist, sind die Diamanten nicht weit. Klapp, 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 bitte klapp, klapp. Der hat uns noch nicht gesehen. Oh! Aber warum haltet ihr an der Oberfläche wesentlich weniger aus? Okay, Concentration hier. Rechts die Fackeln, links geht's raus. Merken. Ganz, ganz wichtig. Erstmal eruieren hier, ne? Erstmal. Boah. Das ist nichts für mich. Das ist gar nichts für mich. Wir nehmen trotzdem mal alles mit hier. Das ist Kies, oder? Ja, das sieht aus wie Kies. Nehmen wir trotzdem mit. Weil da, wo Kies ist, ist Feuerstein nicht weit. Ja, ja, ich höre dich schon. Ich habe dich noch viel eher gerochen. Weil deine verwesene Art und Weise, die kann man ja nicht überriechen. Das ist gar nichts für mich, liebe Leute. Also Höhlen nach wie vor. Da rennt er rum, der Idiot. Okay, hauen wir das mal weg. Aber es soll ja, ich wollte ja immer wieder unter Tage gehen. Ich hatte es ja auch gesagt. Liebe Leute, wir gehen mal wieder unter Tage. Ist da jemand? Hallo? Buh. Jetzt krummel nicht so, jetzt zeig dich oder lass es bleiben. Ach du lebes. Mal nicht schubsen, bitte. Ich muss das hier mal mitnehmen. Ah! Mai, da versteckt er sich dahinter. Du siehst gar nicht mal so hässlich aus. Komm mal wieder hoch, bitte. Du siehst aus wie der Hulk. Vor dir habe ich jetzt keine Angst mehr. Du sahst putzig aus. Müssen wir aufpassen hier. Na, ihr wisst ja. Hau nie den Stein weg, auf den du stehst. So ähnlich verhält es nämlich mit den Bäumen. Säge nie an dem Ast, auf dem du stehst. Runter kommen sie alle. Und das manchmal schneller ist, wie den Leuten lieb ist. So, wir leuchten hier mal alles aus. Wird man halt auch sehen, wo wir schon waren. Ja, das war gerade mal eins. Echt nur eins, oder was? Ja, sieht so aus, okay. Puh. Hier ist auch noch eine kleine Höhle. Na, ja, super. Ah! Oh, oh, oh! Mann, 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 Höhlen! Oh! Oh! Seit wann kann was mit blauen Augen so böse sein? Und keine Frau sein? Alter Schwede! Da bewegt sich auch was. Da bewegt... Leute, ich hab die Hosen voll. Nee, habe ich nicht. Mann oder Memme. Mögest du mir ins Gesicht springen oder für immer mehr fernbleiben? Das ist auch nix. Also ich glaube... Was? Ah! Scheiße. Los, kommt her. Komm her, Archie. So war das Ganze nicht geplant. Ich habe mich schon gefreut. Genial, Leute, wir kriegen fast die Schallplatte zusammen. Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, ich gebe es zu. Da kannst du in der Ecke hocken. Mist. Egal, sparen wir uns halt die Abbauvariante hier. Okay, ganz so tief für Redstone sind wir noch nicht. Aber hier oben ist auf jeden Fall ein Nest der Archies. Hier sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen ausleuchten. Also ich glaube, die Folge wird echt wieder ein bisschen länger hier. Sieht ganz gut aus. Nehmen wir mal das Eisen mit. Weil ganz blöd wird es nämlich dann, wenn wir hier... Steine haben wir auch ein paar mit. Ein bisschen Kohle haben wir mit.
Das heißt, wir können gegebenenfalls sogar ein bisschen was einschmelzen. Hätten wir das? Okay. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Nehmen wir das mit. Aber es läuft bisher, oder? Bin noch nicht mal drauf gegangen. Gut, ich will es auch nicht beschreien. Ich habe auch keinen Bock drauf zu gehen. Aber ich verzwirbel mich immer mehr. Das sieht richtig gut aus. Aber erstmal ein bisschen weitergehen und leuchten. Okay, und mitnehmen. Mitnehmen! Was das Zeug hält. Und irgendwie, ich bin ja schon mal gespannt, wie wir wieder zurückfinden. Ich glaube gar nicht. Ich habe natürlich auch alles, was wertvoll ist, zu Hause gelassen. Demzufolge halt auch die Karte. Okay, das hat sich gelohnt. Laufen wir weiter. Hier ist wieder ein bisschen Kohle. Aha. Das sieht bisher ganz gut aus. Mal bitte gucken, ey. Am Ende laufe ich die ganze Zeit schon unter Diamanten durch. Hier, schaut's euch an. Ich sag's noch, ne? Ich sag es noch. Das nehmen wir auch mit. Hier ist auch ein bisschen Kohle. Hab ich auch gleich mal liegen lassen. Braucht man nicht, haben wir ja. Wie gesagt, ohne die Musik, ich würde sowas von hohl drehen. Ich würde sowas von hohl drehen. Mit der normalen Minecraft-Mucke, da kannst du mich... Gülden! Los Gülden, wir haben Gold gefunden, liebe Leutchen. Ja, schönes Ding. Und Eisen noch. Na, das ist doch mal eine ergiebige Quelle. Sehr schön. Jetzt noch Diamanten bitte und ich bin wunschlos glücklich. Geht mal ein bisschen weiter aus, das Ding hier. Kann nie wissen. Im Zweifel ist man genau ein Block vom Diamanten entfernt. Oh, die war jetzt richtig ergiebig, die Quelle. Sehr schön. Danke dir, liebe Natur. Muss ich auch bedanken hier dafür. Ein bisschen irre, wenn hier Lava runterkommen würde, da bin ich aber instant weg. So schnell kann ich gar nicht schreiend davonlaufen. Gut, das lasse ich alles mal so, wie es ist. Genau, hier haben wir die ganze Kohle. Und rechts rum rein... Fackel rechts heißt, wir gehen rein. Fackel links heißt, wir gehen raus. Das muss ich mir immer selber sagen. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Auch wenn ihr hinter mir steht und da aufpasst, dass da nichts passiert. Aber es ist immer noch was anderes, als wenn man da jemanden zum Reden hat. So, okay. Machen wir hier eine kleine Stufe rein. Und erst leuchten. Und glotzen. Das hat kein Ende, das Zeug hier. Das hat kein Ende. Oh. Mann, Mucke! Danke. Das hilft mir jetzt. Nichts gemacht. Überspringen wir einfach mal ein Lied. So, gehen wir weiter hier. Aggressive Mucke gefällt mir. Ist alles noch Kies? Das ist doch Kies, oder? Da kommt sogar gleich Feuerstein bei raus. Okay, und hier ist jetzt eine Sackgasse. Richtig? Richtig, leuchten wir mal alles aus. Dann gehen wir langsam wieder zurück. Ja, von dem ursprünglichen Plan, so wie ich mir das Ganze eigentlich dachte, nämlich einfach so systematisch nach unten zu buddeln, sind wir jetzt schon ganz schön weit abgekommen. Das war der Platz, okay. Aber wir finden wieder zurück. Ich soll vielleicht mit dem Schwert rumrennen, nicht mit einer Fackel in der Hand. Würde im Falle des Falles mir vielleicht das Leben retten. Gehen wir mal hier gucken. Gefällt mir nicht. Oben geht's auch weiter, okay. Hier ist nix. Na? Offline lecken hier, oder wie? Was ist denn das jetzt hier für ein Mist? Gar kein Mist, ist wieder ein bisschen Eisen hier auf jeden Fall. Das nehmen wir mal mit. Seht ihr das auch? Sieht ein bisschen glitchy aus. Nehmen wir das erstmal mit, das Zeug. Gar ein bisschen Kies runter.
Alles kein Problem. Alles unter Kontrolle bisher. Das Eisen lohnt sich auf jeden Fall, was wir da haben. Können wir uns schön viele neue Werkzeuge kaufen. Bauen, besser gesagt. Okay, haben wir noch Kohle und ein bisschen Eisen. Und dann sind wir ja auch schon durch. Okay. Hört ihr das? Das ist echt ein bisschen unheimlich hier. Aber nicht irritieren lassen. Wir sind im Muttersee allein auf der Welt. So fühle ich mich zumindest gerade. Okay. Das ist auch drin. Okay. Hätten wir das? Jo, dann können wir jetzt hier fleißig abbauen. Das ist nämlich der große Raum gewesen, wo das viele Gerümpel unterwegs ist. Hier geht Wasser nach unten. Das ist gut, aber wir holen jetzt erstmal hier die ganze Kohle raus. Oder auch nicht. Was? Verschwinde. So, ein bisschen Kohle nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, ihr werdet eh schon sagen, Tom, jetzt hör auf mal die ganze Kohle abzubauen, deine Spitzhacke geht irgendwann kaputt. Da kann man mal ein großes Lagerfeuer machen. Das hört gar nicht mehr auf hier. Machen wir eine Fackel hin. Ich will mal wissen, was hier ungefähr noch so rumoxidiert. Nicht, dass ich dann hier runterhüpfe und dann ist hier kein Boden mehr unter mir und dann macht's bloß einen Fall und dann zisch. Und dann war's das. Dann sind wir weg hier. Hier ist auch nichts. Ne, hier ist nichts. Okay, kann man wieder rausgehen? Dann müssen wir irgendwie wieder zusehen, dass wir wieder hochkommen hier. Auch mal so eine Runde. Das war doch eine Runde, die wir gelaufen sind, ne? Ne, war es nicht. Wir haben einfach aufgehört. Okay. Ich soll vielleicht mal was essen. Dort haben wir es jetzt schon wieder total orientierungslos. Ihr glaubt es einfach nicht. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Das ist dieses Höhlengekraxel, das ist nichts für mich. Da würde ich lieben gern einfach jemanden schicken hier. Hol mir mal ganz schnell 5 Diamanten. Vor allem, wenn ich dann höre. Du, ich hab grad wieder Minecraft gespielt, nicht lange, eine halbe Stunde, hab 10 Diamanten gefunden. Da komme ich mir richtig verarscht vor. Hier waren wir, hier waren wir. Genau, und dann sind wir dort runtergefallen, alles klar. Nein, 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 das machen wir gleich mal zu hier, das gefällt mir nämlich gar nicht. Und mal so. Und mal so. Genau, dann haben wir das nämlich zu. Hier sieht es auch nicht viel besser aus. Aus wie ein Schweizer Käse, die Decke hier. Okay, dann sind wir wieder unten. Dann machen wir gleich so eine kleine Treppe rein hier. Nee, 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 das sind die falschen Eisenblöcke. Hier machen wir hier was rein. Dann können wir hier was machen. Machen wir hier so eine Treppe rein und dann machen wir hier das Ganze irgendwie wieder zu. So. Dann fällt auch keiner mehr runter. Okay. Hätten wir das. Machen wir, denke ich mal, hier machen wir noch eine Fackel an der Wand. Hier haben wir nämlich noch jede Menge Eisen. Das nehmen wir alles mit. Natürlich, Karte wäre ganz gut gewesen. Hätten wir welche mitgenommen, weil wegen der Höhe, wegen der Diamanten. Das kriegen wir alles schon hin. Nach unten geht es ja auf jeden Fall. Okay, hier ist nichts, Gott sei Dank. Gut, hier haben wir auch wieder Eisen und hier haben wir das. Mal ganz kurz runter gucken, wie weit das runter geht. Aber ich glaube, ein Stück nach unten wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ein Stück nach oben würde ich mich auch wohler fühlen, aber wir haben noch keinen Diamanten gefunden. Das macht eigentlich unser Inventar hier. Können wir gleich mal Eisenerze bitte wegmachen. Machen wir das Ganze mal so. Das lohnt sich bisher. Wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Gehen wir mal hier runter. Das ist alles Kies. Fackel an der Wand. Ach du liebes Heimatland. Fackel an der Wand. Brücke bauen. Da hinten steht was, seht ihr das auch? Oder ich hab Hallos. Buh. Ne? Eisen. Buh. Nein, Kies habe ich gesehen. Lass mal ganz kurz auf Erkundung gehen.
Gut, hier ist keiner weiter im Breite. Insofern können wir uns das Eisen hier oben mal krallen. Ja, das kann gut sein, dass jetzt die nächsten Folgen mal ein bisschen unter Tage sind. Zumindest ein, zwei Folgen. Wir haben genug zu essen dabei. Wir haben eine Pike dabei, die Ewigkeiten halten wird. Und vielleicht ist es auch noch lange Zeit, ist es auch mal wieder an der Zeit, dass wir hier ein bisschen unter Tage mal unterwegs sind. Wir sind eigentlich dafür, dass ich sonst immer so verpeilt sind, oder ich bin, besser gesagt, ihr könnt ja nichts dafür, sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet für diese Exkursion hier. Wir sind schon richtig weit unten. Redstone. Redstone und Lava, liebe Leutchen. Ist das nicht immer diese Höhe gewesen, wo ich meine Augen offen halten soll? Ah, like a bullet train. Hier gibt's einiges. Das leuchtet sogar gleich ein bisschen, das finde ich ganz schön. Lassen wir gleich mal hier als Kampfbeleuchtung bitte stehen. Gut. Legen wir den Kram mal ein bisschen frei hier. Weil hier kann es gut sein, muss ich echt aufpassen, dass es mich jetzt hier nicht irgendwo hinknallt. Hier kann es gut sein, dass hier irgendwo Diamanten sind. Weil bei Lava sehen, das habt ihr mir beigebracht, halt ja deine Augen auf, wenn du Lava siehst, dann bist du zumindest in der richtigen Ecke. In der Folge heißt das hier, irgendwo muss es Dings geben. Diamanten. Muss. Ich hoffe es zumindest. Ja, bitte was wegdonnern hier. Ich würde einfach mal hier so eine bisschen was drum rumbuddeln. Die Erde und so, die brauche ich nicht. Hauptsache, ich hau schnell den Kram hier drum herings weg. Es geht nicht den Block, wo ich draufstehe. Aber es sieht nicht aus, als wäre ja was, oder? Was sagt ihr? Nee, Leute, hier ist nichts. So stelle ich mir Buddeln vorher. Schön wie so ein Duracell-Bunny hau ich das Zeug hier weg. Gut, hier ist nichts, würde ich mal sagen. Ich mache trotzdem meine Fackel hin und klopfe hier die restliche Erde noch weg. Man kann ja nie wissen, was sich hier irgendwo noch versteckt. Aber ich glaube, hier ist nichts. Aber wir sind nah dran. Ich glaube, so nah wie hier waren wir schon lange nicht mehr an Diamanten. Und das sogar bisher relativ entspannt. Ich rede mir jetzt einfach nur noch selber Mut zu. Was anderes bleibt mir eh nicht übrig hier. Gut, da sind wir auch schon im nächsten Raum. Da bleibt sowieso nichts anderes übrig, als mich hier um den anderen Lavasee auch noch drum rum zu buddeln. Weg damit, weg damit. Da hinten ist schon mal Kohle. Ich höre manchmal Zeug, wo ich glaube, das gehört nicht zur Musik. Ist das da hinten was? Das ist hier Kies, oder? Wir buddeln uns einmal fleißig weiter durch. So einen kleinen Weg drumherum. Ich hatte gerade das Gefühl, neben mir steht einer und glotzt mich blöd an. Boah, stell mal vor, solche Viecher würde es noch geben. Die sogenannten Glotzer. Die stehen noch neben dir und klotzen dich an. Gut, da hinten ist der Wasserfall. Gehe ich mal grob davon aus, dass es der ist, den wir oben auch gesehen haben. Das ist Kohle, oder? Ja, das ist Kohle. Hier ist aber weit und breit nichts. Das ist wieder Kies. Das ist auch nur Kies. Okay, muss ich echt aufpassen, dass es mich jetzt hier nicht eliminiert. Puh. Was? Du kleines, mistiges, dummes, hässliches... Ich hab nichts gesagt. Autosave.
Gold. Ah, hier muss es doch Diamanten geben, beim besten Willen. Gut, wir haben noch ein paar Minuten vor uns, weil ich hatte ja, ich nehme ja zwei Folgen am Stück auf, deswegen ist es ein bisschen Zeitversatz drin. Wir haben es noch, wir haben erst, in Anführungszeichen, 25 Minuten. So, also meine Haare stehen wie eine Eins. Gänsehaut ohne Ende. Ich will mir das erstmal ein bisschen leuchten. Jetzt wieder ein bisschen Eisen. Ah! Okay, vor dir habe ich keine Angst. Du bist hässlich und du triffst nichts. Warum triffst denn du plötzlich? Captain Aimbot. Fall um, ey. Noch einer hier, der Fahrkarte in der Hölle braucht. Gold. Wir sind gar nicht mal so schlecht unterwegs. Ich brauche aber kein Gold zum Geier. Ich will Diamanten. Na. Die einen suchen in Alaska nach Gold. Ich suche in der... Was ist denn das da hinten? Pilze. Das sind alles Pilze gewesen, glaube ich. Was? Decke, sagst du? Nee, da ist noch Kohle. Aber danke für den Hinweis. Leute, ich kriege ja übelste Paranoia hier drin. Holen wir uns erstmal das Gold. Was sagt denn ihr eigentlich zu dem Texture Pack? Gebt mal deine Meinung bitte dazu ab. Ich denke mal eh, dass ihr bei der ersten Folge schon was drunter geschrieben habt. Jetzt hört mit dem Gezische auf. Gesetz des Falles, ihr habt es noch nicht getan. Dann tut dies bitte. Das gefällt mir gar nicht. Wenn es hart auf hart kommt, muss ich schnell wegrennen können. Okay, da hinten war auch was. Das hier gefällt mir auch nicht. Hört ihr auch? Blubblubs? Ich habe immer das Gefühl, bei der nächsten Fackel klotzen mich 84 Diamanten an. Dafür haben wir halt Gold. Und das ist gar nicht mal so wenig, wie ihr seht. Jetzt hört auf damit! Ihr habt da keine Nerv dafür. Überhaupt nichts. Nix Nerv habe ich da dafür. So, wenn jetzt was von oben reinfällt, bin ich weg. Okay, hier ist auch nichts. Hier geht's noch weiter runter. Aber weiter runter müssen wir, glaube ich, gar nicht mal. Von der Höhe her würde ich mal fast sagen, sind wir richtig gut dabei. Hier ist auch noch eine kleine Höhle, okay. Ja, das wird auf jeden Fall, wir werden in der nächsten Ausgabe 100 Tage weitermachen. Und ich hab... Was? Spinne. Ja, dann komm mal hoch. Ist doch eine Höhlenspinne, oder? Ich will ja nicht unten sein. Fackel. Viecher. Puh. Ne, da ist nichts. Was seid denn ihr eigentlich? Seid ihr Pilze einfach nur, ne? Ja. Seid ihr echt? Okay, du bist harmlos, vor dir habe ich keine Angst. Dann eher vor dem Typen, der dahinter noch gammelt. Das ist auch endlich wieder ein bisschen Herausforderung hier. Da ist er wieder, der unbekannte Künstler. Wieder Lava. Ich bin mir sehr wohl... Ah, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Alles klar. Weil hier ist Cobblestone. Hier waren wir. Hier müssen wir schon mal gewesen sein. Lapis. Hier schießt irgend... Da ist er. Ich hab doch was gehört. Hier, das sind die Pro-Gamer-Headsets hier. Okay, Lapis hat man auch. Ich muss mal ganz schnell ein paar Fackeln bauen. Bevor wir hier eins aufs Licht kriegen. Ich habe Holz vergessen mitzunehmen. Pilz, ja, den brauchen wir auf gar keinen Fall. Die Zeit sagt eh, wir machen demnächst, sage ich einmal mal Schluss. Aber das Lapis möchte ich mir auf jeden Fall noch holen. Gut, dann haben wir Eisen. Wir haben Gold. Wir haben Kohle. Das Einzige, was noch fehlt zu unserem Glück, ist Gold.
Okay, auch hier müssen wir eigentlich alles mal ein bisschen anders bauen. Okay, hier wäre es nicht ganz so schlimm, weil wir könnten uns zur Not hinter uns löschen. Machen wir es einfach so. Fertig. Es wird gleich finster werden hier unten. Und zwar richtig finster. Irgendwas planscht hier nebenan. Das ist mir Schnuppe. Ja, krasser Beat. Geht ab. Okay, Redstone kann man uns auch schon mittlerweile fast totwerfen mit dem Zeug. Bitte vorsichtig hier gucken, ob hier irgendwas drumherum ist, weil hier ist ja immerhin Lavasee. Aber ich glaube, bei Redstone sind wir schon wieder zu tief. Kann das sein? Hier muss es doch was geben in dem Loche. Es ist... Sicher, wir gehen mit 84 Stacks Redstone und sowas raus. Da oben liegt noch ein bisschen Gerümpel im Wasser. Jetzt haben wir nicht. Da oben ist nochmal Gold, das holen wir uns auch noch. Ne, das sind Pilze. Kommt einer. Das ist ein Grüner. Danke dafür. Naja, ist ja kaum was passiert. So, weil der herkommt, gibt es da bestimmt noch mehr, oder? Auch noch mal so einen kleinen See. Das Gold holen wir uns noch. Da kommt der nächste. Ich bin hier unten. Hier. Yeah. Okay, Risiko. Puh. Ne? Das ist mir nichts, liebe Leute. Das ist mir gar nichts. Hier um mich rum, überall atmet's und tut's und macht's. Und ich lasse der Hälfte sowieso schon stehen. Diamanten zum Geier nochmal. Damit sei ja mit dem zufrieden, was du hast. Haha! Diamanten! So, das muss ich genießen. Kommt jetzt noch ein Creeper und tötet mich bitte, damit ich jetzt dieses Erfolgserlebnis nicht haben kann. Da können wir uns doch eigentlich auch wieder nach oben buddeln. Oder wisst ihr was? Ihr habt da bestimmt so viel Freude dran, ne? Dass der Tom hier unter Tage ein bisschen leidet, ne? Ach, sowas steht ihr doch. Ja, sie gibt mir alles. Hauptsache, ich muss leiden hier. Bing? Oh, das ist eine Essensglocke, oder wie? So, jetzt gehen wir mal hier hinter und holen uns erstmal die Diamanten. Bevor ich da mich rumdrehe und in meiner Verstrahltheit einmal wieder davonlaufe. Also allein mit der Kohle haben wir so viele Level gerade gemacht. Das lohnt sich. Da können wir uns auch wieder bitte was verzaubern. Das geht nur bis 40. Aber da können wir uns, wenn wir uns ein Diamant-Dingens da bauen, ne? So ein bisschen Redstone. Können wir auf jeden Fall. So, ordentlich verzaubern. So wie sie das Ganze auch gehört. Jetzt bin ich ja gespannt, wie viele ultimative Diamanten wir jetzt hier rausholen. Schieß mal eine Wette ab, ich sage ein. Okay, ich habe schon verloren. Ja, ihr seht, euer Daumen drücken bringt doch ein bisschen was. Okay, zwei Hammer. Was? Hier, Gaming-Headset hier. For the win mit der Spitzhacke auf die Hühnerzehe drauf. Ey, Quatsch, ich habe kein Gaming-Headset. Die sollen ruhig wissen, dass sie mit uns sich nicht anlegen brauchen. Ich glaube, einer ist mehr. Die Gier nach mehr. Okay, da ist nichts mehr. Aber ich muss mal sagen, also für eine Ausgabe haben wir ja schon mehr da ist wieder Eisen. Für eine Ausgabe haben wir ja schon mehr rausgeholt als in anderen Ausgaben, wo ich teilweise stundenlang unter der Erde war. Also das können wir nicht von der Hand weisen. Das dürfen wir auch nicht von der Hand weisen, müssen wir bitte stolz drauf sein. Okay. Und weg ist das schöne Eisen. Mal gucken. Ja. Ich würde ja lieben gern den See hier noch richtig erkunden. Doch das machen wir, liebe Leutchen, das nächste Mal. Ich baue mir jetzt hier so eine kleine Behilfsputze. Sodass wir erstmal sicher sind. Hier machen wir dann einfach das nächste Mal weiter. Am nächsten Sonntag. Wenn das heißt Minecraft.
halt eine Fackel vielleicht, damit ihr nicht ganz so viel Angst habt wie ich. Minecraft geht weiter. So, sind wir sicher? Sind wir. Gut. Und an dieser Stelle, wenn dir erstmal unser... Warte mal, erstmal was essen? Nee, essen. Erstmal weich geknüppeltes Fleisch hier. Nee, das ist auch die falsche Taste. Auch falsch. Wir haben insgesamt 12 Diamanten, hätten wir ganz gern. Wir haben 4 Feuersteine, wir haben 2 Diamanten. Immerhin. Noch eine, wir haben die Spitzhacke wieder rein, die wir ja fast kaputt machen. Gut. Wenn dir diese Folge ein bisschen wie Spaß gemacht hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wir können eigentlich hier auch den ganzen Kram mal einschmelzen. Was haltet ihr denn davon? Pass mal auf, bauen wir uns ganz schnell einen kleinen Ofen. Das ging doch irgendwie. Bin ich? Wir haben sie doch echt in den Kopf gepuput, oder? Jetzt mal im Ernst. Hier gab es doch früher Werkbank. Ach, ich habe kein Holz mitgenommen. Ich brauche erst eine Werkbank, um einen Ofen bauen zu können. Haha, okay. Self und super. Wie gesagt, wenn dir diese Folge wirklich Spaß gemacht hat und du eine Riesenfreude damit hattest, wie ich hier Untertage leide, dann schalte A das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft Untertage und B, natürlich, vergiss bitte den Daumen nach oben nicht, damit Minecraft weiter wächst und gedeiht und vielleicht noch andere ein bisschen Gefallen daran finden, wie ich leide. Gut, an dieser Stelle klinge ich mich aus, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis bald. Ciao, ciao, euer Grubenfuchs, der Tom. Also, bis dann.